Facts zum Gruße, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die DSA News, also die Neuerscheinung der Produkte im Frühling 2016. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Aktuell ist ja schon der erste Teil der Theaterritterkampagne erschienen, der den Namen Der Weiße See trägt. Jetzt, im April 2016, wird dazu dann auch der zweite Teil erscheinen und mit dem Namen Das Blaue Buch. 64 Seiten wird das Abenteuer in etwa haben und natürlich wieder in Vollfarbe wie alle DSA 4 Abenteuer erscheinen. Der Preis liegt bei 14,95 € und das Genre dieses zweiten Bandes von den insgesamt 6 Bänden ist ein Horrorabenteuer. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird, aber hört sich zumindest ja schon mal ganz interessant an. Auch der dritte Teil der Theaterritterkampagne ist schon angekündigt. Er trägt den Namen Der Schwarze Forst und soll wohl im Juni 2016 erscheinen und auch rund um die 64 Seiten haben. Der Preis beträgt auch hier wieder 14,95 € und das Genre dieses Abenteuers ist ein Reiseabenteuer, also hier müsst ihr wahrscheinlich durch die Wildnis reisen und bildet somit den dritten Teil, also schon mal die Hälfte der Theaterritterkampagne. Ebenfalls zu Immer dem aventurischen Boten tut ja immer ein Heldenwerk-Abenteuer erscheinen und dies ist diesmal die Torwartertrommel. Das Ganze thematisiert die Vorgänge, die kurz vor dem ersten Teil der Theaterritterkampagne Der Weiße See in Festung geschehen sind und die könnt ihr dann hier auch nochmal miterleben. Das Ganze wird zeitgleich zum aventurischen Boten im April 2016 erscheinen und wie üblich hat auch dieses Heldenwerk-Abenteuer wieder 16 Seiten. Wenn ihr das Ganze im Ulysses E-Books Shop bestellen wollt, als PDF bekommt ihr das Ganze dann für 2,99 €. Das Genre dieses Abenteuers umfasst eine Straßenschlacht dann in Festum selbst. Im Mai 2016 ist so ziemlich alles Andergast und Nostria gewidmet, denn dort erscheint wirklich einiges, wenn es denn zu diesem Datum alles erscheint. Zunächst einmal ist die Regionalspielhilfe nämlich zu Andergast und Nostria angekündigt. Die könnt ihr dann als entweder normales Hardcover-Buch für ganze 39,95 € oder auch als ganzes limitiertes Buch dann für 69,95 € bestellen. Das ganze Buch hat hierbei 192 Seiten, die Regionalspielhilfe, und umfasst so ziemlich alles, was ihr wissen müsst zu Nostria und Andergast, auf dem Regelsystem von DSA 5 eben. Passend zur Stimmung wird dann auch noch eine Die streitenden Königreiche CD erscheinen, also mit Klängen und sonstigen, alles was ihr eigentlich so ziemlich braucht für DSA, wenn ihr in diesen Regionen spielt. Und das Ganze könnt ihr erwerben für 17,99 €. Die Laufzeit dieser CD beträgt circa 1 Stunde 4. Damit ihr auch in der Region Andergast und Nostria den Kampf weiterhin ausschmücken könnt und die richtigen Waffen dabei habt, gibt es außerdem noch einen Band, der sich Rüstkammer von Andergast und Nostria nennt. Und das ist eben ein Ausrüstungsband speziell zu diesen Regionen. Hier werden alle Schilde und Schwerter aufgeführt und sonstige Waffen, die ihr halt üblich dort in der Region bekommen könnt. Das Ganze gibt es dann für 11,95 € und enthält 32 Seiten. Ein passendes Abenteuer wird ebenfalls dazu erscheinen, das heißt Neue Bande und Uralter Zwist, und das Ganze halt auch wieder im Mai 2016 für 12,95 € und wird 48 Seiten haben. Das Ganze lehnt sich dann halt an die Regionalspielhilfe an und verdeutlicht so ein bisschen nochmal das, was eben dort drin steht, also in Bezug auf die Region und wahrscheinlich auch typische Sachen, die ihr in Andergast und Nostria erleben könnt, um wahrscheinlich nochmal die Atmosphäre der streitenden Königreiche ein bisschen näher den Spielern zu bringen. Dann wird wieder ein Spielkartenset dazu erscheinen zu Andergast und Nostria, speziell zur Ausrüstung, wahrscheinlich auch noch Flora und Fauna, und dieses, wie ihr wahrscheinlich schon aus Zauberei, Götterwirken oder an sich von den Vorteilen, Nachteilen oder so kennt, dort werden halt kurze Informationen auf ganz normalen Spielkarten zu finden sein. Das Ganze kostet dann 7,95 €, die Kartenanzahl ist aktuell nicht bekannt. Außerdem wird es noch ein Heldenbrevier geben. Das Ganze wird 14,95 € kosten und enthält 160 Seiten. Das Ganze ist jedoch nicht in Farbe wie alles andere so ziemlich, sondern in Schwarz-Weiß eben. Das Ganze ist eher so ein Reisebericht von zwei verschiedenen Helden und thematisiert die Region Andergast und Nostria nochmal zusätzlich. Zusätzlich wird der Kampf auch im aventurischen Kompendium näher beschrieben. Dieses wird wohl nochmal weiterhin verschoben, jetzt auf dem Juni dort erscheinen. Der Inhalt dieses Regelwerks, was unter anderem für den Kampf natürlich sehr wichtig ist, ist natürlich auch wichtig für Talente und die Jagd sowie die Waffenherstellung oder auch Recherche in Bibliotheken oder auch das Kräutersammeln wird dort nochmal genauer beschrieben. Das ganze Regelwerk enthält 240 Seiten und hauptsächlich Fokusregeln, also
Regeln, die eher optional sind, aber das Spiel halt komplexer machen, aber dafür halt auch ein bisschen mehr Vielfalt in das Spiel bringen. Es ist kein Kernregelband, sondern eben halt ein Erweiterungsband und damit auch der erste, der erscheinen wird. Das Ganze kostet 39,95 € im Hardcover und es gibt es natürlich jetzt auch als Taschenbuch, wie schon das Regelwerk, das Grundregelwerk eben, für 19,95 € dann. Das Ganze, wie ich schon eben sagte, wird wahrscheinlich im Juni 2016 erscheinen. Und auch hierzu wird ein aventurisches Spielkartenset für ganze 9,95 € erscheinen, wo eben halt auch nochmal die wichtigsten Sonderfertigkeiten und sonstiges, was ihr da halt braucht, aus dem Kompendium, alle wichtigen Sachen nochmal zusammengefasst und kurz auf Karten sind, um etwas Übersichtlichkeit in dem ganzen Spiel zu schaffen. Ein paar sonstige Sachen erscheinen auch noch, wo ich jetzt keine genaue Kategorie gefunden habe, und da ist zunächst mal das Buch Auf Aves Faden zu erwähnen. Das Ganze ist ein Reisebericht aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Helden und dort bekommt ihr Infos über ganz Aventurien, denn die machen halt eine Reise so ziemlich an jeden Ort, der wichtig ist in Aventurien. Das Ganze enthält 160 Seiten, dieser Reisebericht, und ist für 14,95 € im Schwarz-Weiß erhältlich ab April 2016. Auch das schon länger angekündigte Abenteuerkartenspiel Aventuria soll jetzt im April 2016 erscheinen. Das Ganze enthält 250 Karten und wird für einen Preis von 39,95 € erhältlich sein. Dort ist so ziemlich eigentlich alles drin, was ihr für den Start dieses Spiels eben braucht. Das Spiel geht ungefähr so, dass ihr halt auf euren Karten Helden habt und hier mit Karten speziell, also Spielkarten, Aktionskarten und Ausrüstungskarten, quasi Abenteuer durchspielt. Natürlich nicht mit dieser hohen Komplexität, die ihr sonst in einem Gruppenabenteuer habt, aber zumindest in einer geringeren Variante der Komplexität und somit könnt ihr mit diesen Karten ganz neue Abenteuer in diesem Spielsystem erleben. Es wird weiterhin dazu dann auch noch weitere Expansion Packs, sag ich jetzt mal, dazu geben, wo halt weitere Abenteuer drin sind. Abenteuer, die könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser erleben, wenn ihr etwas Zubehör habt. Zunächst wurden ja die eigentlichen Landkartensets veröffentlicht, doch anscheinend gab es dort ein paar Probleme mit den Karten selbst in der Verpackung. Deshalb wird es jetzt eine überarbeitete zweite Auflage geben. Diese wird anscheinend im Mai 2016 released werden und enthält 7 Karten, wie vorher auch, jedoch überarbeitet und die Fehler werden dort ausgemerzt. Das Ganze liegt bei ungefähr 20 € und enthält verschiedene Landkarten von Aventurien. Je nachdem, was ihr wollt, einmal politisch, dann geografische eher oder ein paar andere. In DSA 5 war mal das spezielle Würfeln auch angekündigt, das heißt, jeder Würfel mit einer bestimmten Farbe entspricht einer bestimmten Eigenschaft. Dieser Würfelbecher wird jetzt im April 2016 erscheinen mit diesen verschiedenen 8 Würfeln in 8 verschiedenen Farben. Dieser Würfelbecher ist zumal eigentlich ziemlich schön anzusehen und sieht zumindest von den Bildern hier sehr hochwertig aus. Das Ganze gibt es für 20 € mit 8 Würfeln insgesamt. Somit bietet der Frühling zumindest einiges Neues an DSA, besonders halt in Andergast und Nostria werdet ihr einiges machen können und auch ein paar Abenteuer, die ihr auf jeden Fall spielen solltet, zumal die Theaterritterkampagne wahrscheinlich einiges bieten wird. Zu bieten habe ich in diesem Video jetzt leider nichts mehr, denn wir sind hier am Ende angelangt, aber ich habe ja noch weitere Videos, sowohl News als auch Tutorials, als auch teilweise Vergleiche zu DSA 4 und DSA 5. Könnt ihr euch gerne mal ansehen im Hintergrund. Laufen auch noch 2 Videos, einmal der Vergleich, wie eben schon angesprochen, zu DSA 4 und DSA 5 und auch ein Video, in dem ich die Zauberei und die Liturgien in DSA 5 genauer erkläre. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, könnt ihr mich auch gerne per Facebook kontaktieren oder bei längeren Fragen auch gerne auf meinen Discord-Server kommen. Das ist quasi WTS, nur kann auch über den Browser gestartet werden und ist natürlich auch kostenlos. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video, Leute. Bis dahin, ciao.